Hey YouTube, was geht? Mir war letztens langweilig. Ich habe mal den Fernseher angeschaltet und ich habe gemerkt, es läuft ja nichts. Ne? Es läuft ja nur ASI-TV. Auf Super RTL läuft auch gar nichts mehr. Wisst ihr noch von früher? Da, wo es Wochenend-Kids gab, Cosmo und Wanda und Disneys große Pause. Und ich muss schon echt sagen, also Disneys große Pause war schon ein bisschen abgespaced. Also, das, wenn ihr gar keine Ahnung habt, wovon ich rede, dann zeige ich euch einfach nur das Intro und dann wisst ihr, was ich meine. Okay, ohne Witz, wie kann man um 10 Uhr schon so motiviert rauslaufen und rumkreischen? Schaut euch mal den Jungen da an. Ich meine, was ist denn das? Ist der müde oder freut der sich? Und schaut euch mal Miss Finster an. Die sieht doch 1:1 aus wie der Typ von KFC, der Gründer, oder? Ah, alles klar. Und daneben sehen wir ja schon ihren Handlanger, Randall. Und ich muss echt sagen, Alter, wo ist sein Hals? Ich meine, was dachte sich der Zeichner dabei? Was macht er da mit seinen Händen? Man sieht doch einfach schon, es juckt ihn unter den Fingern und er will schon einfach jedem die Pause ruinieren. Ah, okay, jetzt kommen wir schon mal zu dem perfekten Squad. Hier sehen wir Vince, die Sportskanone. Das ist der niedliche Bär Mikey. Und hier sieht man das krasse Mannsvibe Spinelli. Ich muss sagen, die Lederjacke ist echt on fleek. Die hat's drauf, hat bestimmt bei H&M eingekauft. Und na klar, den Anführer TJ mit seiner coolen Cappy. Immer alles on fleek bei dem. Und jetzt habe ich nur eine Frage. Sind das echte Brillen? Was trägt ihr denn da? Ich meine, wo sind die Gläser? Und was ist das denn für ein Blick? Man sieht einfach krass, dass die safe Drogen nennt, oder? Okay. Warte mal. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum lächeln alle außer Gus? Ja, ich kann euch eins sagen. Weil Gus genau weiß, was er gleich machen muss. Wie zum Teufel. Er nimmt einen Kaugummi, macht so eine krasse Kaugummiblase, es platzt alles, aber Bruder, juckt ihn ja nicht, ne? Es klebt ja nur in seinen Haaren, alles mögliche Klamotten, das kriegt er nie wieder raus. Was erzählt er denn dann seinen Eltern? Ja, Mama, Papa, ich habe ein bisschen Kaugummi gemacht, weil wir einen Ball klauen wollten. Alter, was man alles nur für seine Freunde tut, ne? Okay, ich habe eine Frage. Hat gerade der Rektor Miss Finster ausgecheckt? Ich meine, spulen wir zurück. Was ist das? Warum checkt er von Miss Finster den Booty ab? Ich meine, was ist das denn bitte für ein Perversling? Und das soll ein Direktor sein? Ohne Witz, ich kann jetzt schon nicht mehr. Und ihr seht einfach schon, das ist nur das Intro, ja? Machen wir einfach weiter. Was machen die zwei da? Das sind ja die Buddler-Brüder. Welches Kind? Ich meine, die sind alle, glaube ich, so um die 10, 11 Jahre alt. Wer buddelt um 10 Uhr morgens? Um 10 Uhr morgens in deiner Pause buddelt da auf dem Schulhof rum. Wer macht das? Ich meine, um 10 Uhr morgens kannst du auch einfach easy deinen Schlaf nachholen. Aber was, wisst ihr, was noch krass ist? Ich meine, wo buddeln die da? Buddeln die da? Die buddeln nur mit zwei Schaufeln im Asphalt rum. Ich meine, was sind denn das da für Straßen bei denen? Hallo? Was dachte sich der Zeichner bitte? Okay. Ich habe für die Schule echt keine Worte mehr, aber schaut sie euch genau an. Wie gesagt, das sind alles Viertklässler, maximal Fünftklässler. Die sind alle um 10 bis 14 Jahre alt. Oh, die sind verdammt nochmal spielsüchtig. Ich meine, was geht denn ab bei euch? Seht ihr das? Die pokern da richtig. Und Alter, ohne Witz, was hat denn der da bitte für einen Gesichtsausdruck? Da sieht man einfach, der hat Haus und Hof schon verspielt. Und Bruder, was ist mit dem? Ist das dein Pokerface? Bist du wütend? Bist du traurig? Oder bist du einfach glücklich, dass du gerade gewinnst oder verlierst? Was ist denn das für ein Gesicht? Schaut euch das mal an. Okay, machen wir weiter. Willst du mich veräppeln? Ich meine, sie nutzt die Pause, um Experimente zu machen. Ich meine, woher hat sie denn diese Reagenzgläser? Woher hat sie denn dieses alles her? Hat die gerade das Labor ausgenommen oder was? Ich meine, die sieht ja echt nett aus, aber bestimmt ist die safe Einbrecherin. Ohne Witz, nimmt dem Mädchen das Zeug weg. Die baut noch am Ende eine Bombe draus und jagt alle in die Luft. Okay, schaut euch mal diese kleinen Kinder an. Das sind ja diese Kindergartenkinder. Ich meine, wie sind die denn angezogen? Die haben die keine Eltern, die denen so zeigen. Bei mir war es ja immer früher so, ich bin aufgestanden, meine Mama hat mir immer alles hingelegt, ich trage genau das. Aber was zur Hölle, die laufen da halt nackt rum. Und kann ich irgendjemand mal da oben runterholen? Ich meine, die klettern da oben rum und die können gleich runterfallen und sich irgendwas zerbrechen. Hallo? Was macht die denn so? Die ist so creepy. Ich meine, die turnt da rum und kann die mal bitte das Zeug hochziehen? Man sieht da ihr Höschen. Hallo? Was sind das denn bitte für Perverslinge? Die Schule hat verdammt nochmal
einen professionellen Dealer. Ich meine, wie krass abgespackt ist denn diese Schule? Ich meine, schaut euch mal nur diesen Typen an, ja? Ich meine, seine Frisur, okay, Frisur, alles okay, aber der Typ hat einfach eine Schieberjacke. Ich meine, wie kann man? Ey, ohne Witz, der Typ sieht einfach von 500 Metern, sieht er schon verdächtig aus, ja? Und was verkauft denn eigentlich? Ah, Entschuldigungszettel. Ja, läuft bei dir. Der Typ weiß genau, wie man Geschäfte macht. Gönn dir, Bruder. Ey, ohne Witz. Ey, wie krass ist eigentlich diese Schule? Also. Ja klar, Gas. Start mit deinen Händen, fang den Ball einfach mit deinem Kopf auf. Ich meine, das Zeug ist ja so krass, was du dir in die Haare geschmiert hast. Ich meine, davon kriegst du safe irgendeine Krankheit. Ich meine, wie krass das Zeug klebt. Und ich will gar nicht wissen, was deine Mutter denkt, wenn sie deine Wäsche wäscht. Spulen wir zurück. Seht ihr das? Seht ihr das? Wie hat er das Zeug abbekommen? Ich meine, es ist weg. Alles komplett weg. Wie ist das möglich? Ich meine, das Zeug klebt ja. Ich meine, hat er das gerade abgeleckt? Oder? Alter, schaut euch das mal an. Wie zum Teufel? Die haut dem kleinen Jungen einfach die Tür ins Gesicht. Ich meine, schaut euch das mal an. Wie geht das? Und das soll ein Lehrer sein? Oh mein Gott. Habt ihr eigentlich früher auch Disneys große Pause gesehen? Ist euch sowas auch schon mal aufgefallen? Wenn ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wie fandet ihr das eigentlich, dass ich mich ein bisschen über die Cartoon-Serie lustig gemacht habe? Also ich muss echt sagen, die Serie war früher echt cool, aber jetzt kann ich sie mir gar nicht mehr anschauen, weil die einfach nur krank ist! Vielen Dank an die Creative Forge, dass ich hier drehen durfte und vielen Dank an den lieben Marcel, der hinter der Kamera steht, der mich auch ein bisschen beruhigt hat. Alle wichtigen Links findet ihr in der Videobeschreibung und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh Gott, diese Serie ist so abgefuckt!